Hallo Wander- und Autofreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Adventure Tricks. Wir sind am Schluchsee im Schwarzwald immer noch und wollen heute den Jägersteig wandern. Genau, wenn ihr Lust habt, uns auf eine schöne Wanderung zu begleiten, dann kommt mit. Ja, so ein paar Details zur Tour. Kilometertechnisch? 11,3 Kilometer. Genau, blenden wir euch hier ein irgendwo. Und ja, das Höhenprofil von der Tour ist? 236 Höhenmeter. Genau. Und wir sind jetzt praktisch am Campingplatz eingestiegen und haben den Weg von da aus gestartet. Der eigentliche Einstieg ist praktisch mitten im Ort, beziehungsweise ein bisschen hinterm Ort. Und da kommen wir nachher auch vorbei. Ansonsten ist das Wetter nicht ganz so gut, aber wir hoffen, wir kommen noch trocken hin und her. Ich habe eben in einer kurzen Einblendung, wo wir seitlich vorbeigelaufen sind, den Riesenbühlturm gesehen, oder? Ist das richtig? Ja. Von da oben, da waren wir gestern mal kurz hoch. Kann ich euch hier mal einblenden. Habt ihr eine wunderschöne Aussicht auf den See. Lohnt sich der Aufstieg? Ja. Auch wenn es sehr warm gestern war. Ja, das stimmt. Aber beim Aufstieg hat man ja Schatten, wenn man den Turm hochläuft. Genau. Ja, was uns so hier auf der Strecke aufgefallen ist, hier sind überall riesige Ameisenhügel, seht ihr? Ich glaube, man kann so gut erkennen, also riesige Hügel. Und der Dominik hat schon auf seiner Tour, die hat er nämlich auch schon mal gewandert, glaube ich, hat ganze Ameiseninvasion oder so genannt. Ja. Und den möchten wir einfach mal grüßen. Hallo. Hallo. Thank you.
waren wir gerade auf dem Bildstein oben. Und ja, im Hintergrund habt ihr vielleicht auch Krummeln hören, da ist ein Gewitter am Aufziehen. Daher schauen wir jetzt dann mal schnellstmöglich vom Berg vom. Ja, nicht wundern, mir hat ja eben schon gesagt, dass Gewitter kommt. Gewitter ist jetzt da. Und beeilen, wir haben uns nicht genug beeilt, wir waren zu langsam. Genau. Und ja, man sieht es hier, so ein bisschen auf den See geschwenkt, das Gewitter, das Sturm. Wir haben jetzt das Schlimmste abgewartet in so einem kleinen, ja, Lokal, Segelhof oder so hieß der Aha. Und der, ja, Ort heißt wirklich so, Aha. Ja, und wir versuchen natürlich jetzt noch schnell zurück zum Campingplatz zu kommen, sind noch so 3 Kilometer. Wir werden jetzt nicht mehr so viel filmen und melden uns dann gleich wieder aus dem Vorzelt aus Theo. Ja, und damit sind wir auch schon wieder zurück hier auf dem Campingplatz in unserem Vorzelt. Leider hat uns das Gewitter ein bisschen überrascht. Genau, es war dann doch ein bisschen nass am Ende, aber gar nicht so schlimm. Ja, von uns, ja, war leider ein bisschen schade, denn das letzte Stück am See vorbei ist nochmal sehr schön, weil da über so kleine Strände sind. Wenn man da bei schönem Wetter läuft, hat man da sicherlich auch noch die Zeit, mal so einen kleinen Abstecher zu machen, um die Füße in Wasser zu halten. Ja, genau. Ansonsten war die Tour ganz schön, hat immer mal wieder natürlich so ein paar, ja, Passagen gehabt, die vielleicht eher zur Überbrückung gedient haben. Ja, aber nur ganz kurze Passagen, genau, finde ich. Also nur kurz mal einen breiteren Weg, ansonsten ganz, ganz viele schöne, schmale Pfade durch den Wald. Viele, viele Ameisen. Ja, super viele Ameisen. Keine also, Ahnung. Alle paar Meter ein Ameisenhügel. Ja. Habe ich so auch in dieser Häufe noch nicht gesehen. Ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wir würden uns über ein paar Kommentare von euch freuen. Und sagen bis bald bei Adventure Trails. Tschüss. Tschüss.